So, diesmal starten wir beim Red Buff, einfach damit er mir nicht geklaut wird und damit ich Level 3 bin und die Mitte ganken kann. Queste curve sono tutte vere. Ich bin halt wirklich, ich war noch nicht einmal auf der anderen Seite, oder? Joshua, glaub nicht einmal. Mit Evelyn, mit Kane ja, glaube ich. Kann sein, aber mit Evelyn nicht. So, also wir getten jetzt erstmal den guten Boy. Hier auch, tippmäßig, ihr könnt den low droppen lassen durch diese Blutung, die er drauf hat. Und dann, na, falls es mal nicht reicht. Der kriegt ja Damage durch das Teil da. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich dir schon alles gesagt habe, aber nicht potten ist wichtig. Also brauchst du halt nicht. Potten ist zum Waschen da und zum Händewaschen. Potten, potten, potten. Also die Prestige, ich bräuchte den goldenen von Karma. Mit Landfield oder was? Und hier immer so ein bisschen im Dreieck laufen. Also hier nochmal Red Buff drauf machen. Und jetzt potten. Und mit potten und Midlane Gegner. Ich hoffe, er hat nicht gewardet, aber ich bin underway. Underway. Der hat locker Vision, oder? Naja, so klappt es nicht. Aber vielleicht der Trade dann immer back. So geht's so immer nochmal rein danach. So gründlich, so glatt. Oder hat der hier Vision? Leider hat der Vision. Wir könnten alternativ hier hinten rumgehen. Aber vielleicht holen wir uns auch erstmal eben die Krabben-Ding. Vielen Dank an Mockenburnt. Mockenburnt, 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 Mockenburnt. Vielen Dank, welcome, welcome. Okay, die hat irgendwas hier gesehen. Mich. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihnen. Herzlich welcome. Problem ist, der hat hier locker Vision. Der sieht mich jedes Mal irgendwie. Ja, sehr gute Frage, Killer Fritt. Ich sollte niemals gegen K6 die Krabbe contesten. Hat er die gemacht? Ja. Also K6 ist schon sehr... Ja, solltest du nicht. Also hat er schon recht. Gegen K6 und gegen Xin Zhao solltest du nicht contesten. Er hat jetzt gerade dieses Ding ausgelöst. Er weiß, dass ich Blumen mache. Er könnte so einen Cheese machen und da oben langlaufen und wächst mal. Das waren die wenigsten, aber sowas gibt's. Jetzt hier zum Beispiel kann man noch eben auf die E warten. Na, die E empowered macht noch ein bisschen mehr Damage. Muss man nicht? Kann man. Könnte man überlegen, ob man es macht. Lauten ist die scheiß Krabbe, ich komme. I'm underway, leider hat der wenig Leben und wenn da, ja. Sowas passiert, ist er nämlich tot. Alter, das sind aber auch Yasuos hier, du. Was passiert denn eigentlich, dass die heute so viele Yasuos am Start sind, Alter? Da musst du mal Yasuo bannen, Fördner. What is happening here? Alter, jedes Game jetzt ja so, wurde er gebufft? Ne, wurde er nicht, oder? Also die Diana-Änderung, die ich auf dem PBE gesehen habe, fand ich überhaupt nicht gut. Fand ich nicht gut. Also die waren meiner Meinung nach richtig bad. Er ist schon wieder tot. Außer er hat eh. Ne, er ist tot. Ja, ne, er ist trotzdem tot. Ja. Ja, Pörtner, bitte ein bisschen defensiv spielen. Ich kann halt gerade nicht so wirklich ginken hier irgendwie. Das ist jetzt auch schlecht.
Na, das wird nix. La mia fame sarà presto. Cosa ti farei? Jetzt weiß ich, dass er hier. Okay, ich weiß nicht. Warte mal. Oh, RIP. Double RIP. Triple RIP. Giga RIP. Oh, das Game ist over. Wir haben verloren. All men must die. Das war's. Ich will ja nicht den. Oh mein Gott, ich lebe. Oh. Ich wusste, ich hätte es dodgen sollen. Das ist over. Das Problem ist, die einzige Chance, die wir hatten, ist im Early Game rasieren. Wir machen genau das Gegenteil gerade. Na, ich will eigentlich motiviert sein, aber es waren jetzt echt harte Games hier für mich. Das schlägt auf meine Seele nieder. Kann ich das mal so bitte sagen? So, wir gehen mal eben noch einen Smite kaufen und dann gehen wir irgendwas gegen den Botlane nochmal. Tryen. Midlane ist, glaube ich, also es wird bestimmt noch was kommen. Schluss. Boah, ich habe immer noch Hunger. Das kann doch nicht wahr sein. Kann das wahr sein? Meint, ist jetzt wo oben? Ja. Oh, nice. Nice, ich gehe jetzt Botlane ganken. Ah, leider ist Karma. Oh Mann, ist sie Rage-critted oder ist sie, wieso habe ich immer noch Hunger, Leute? Das kann nicht sein. Ich habe locker einen Bandwurm, oder? Smite kaufen. Ja, schon. Jetzt habe ich einen Blue-Smite, ne? Die haben noch keine Ult. Komme ich irgendwo ran, bevor ich sterbe? Nö. Nice, ist aber fein. It is fine to say sometimes nein. RIP. RIP ADC. Hätte sie mal Feuer geheilt, ne? Deswegen, die sollen wir nicht auf den letzten Drücker benutzen, sondern Feuer. Die Frage ist, ob Karma wiederkommen wird oder nicht. Weil jetzt haben wir ein bisschen recovered. Sie ist einfach nicht da. Sie ist einfach nicht da. Stell den Burger her, bräuchte ich echt. 40er Nuggets oder 50er, 150. Mann, mir ist auch schon wieder warm. Mein Leben ist verdummt. Und ich glaube, ich muss gleich nochmal fix in die Sonne, bevor die Sonne ausgeht. Ich bin am überlegen, ob ich es heute zum Sport schaffe. Ich glaube fast nicht, Alter. Wenn ich schon Kaffee hatte am Tag, ist das mit dem Sport echt schwierig, glaube ich. Aber ich müsste mal langsam wieder. Immerhin geht Irelia gerade ab, muss man sagen. Ich habe ohne Ult kann ich... Very, very welcome. Und ja... The Dream! Ist es gerade The Dream? Irelia going ham! McHam! Hallo, wieso nix? Was geht? Jetzt nehmen wir noch die und dann gehen wir nochmal Botlane. Wir müssen halt Botlane ganz, ganz viel ganken. Ganz die Scheiße. Ich meine, wir stehen 002. Wir haben noch nicht viel gemacht, aber auch noch nicht geintet. Es ist okay. 002 ist okay. So, sie hat gewardet. Könnte ein Control Ward gewesen sein. Werden wir jetzt rausfinden. We will find out. Nope, war keins. Frage ist, gehen wir auf Kog'Maw? Ja, schon. Lady Macarena, die Lady, halt die. Haltet die am Leben. Hold the line. Hold the line, ich komme mit. Ich bin immer auf Trab. Always on the trap. Frage ist, bitte nicht. Ja, das war nicht bad, aber no int for. Frage ist, hat Gayle Minogue Ult? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Ich habe leider kein Damage, um sie zu one-shotten. Ja, mach noch was. Das war jetzt nix. Das war auch nix. Das sieht schon besser aus. Wo ist Yasuo weggekommen? Da oben. Okay, der geht für den... Hat der Execute? Ja, ne? Ja. RIP. Yasuo in Irelia reporten. Sehr gut. Das ist, was ich hören will.
Das ist very welcome. Wir müssen jetzt leider ein bisschen auf die Tube drücken. Machen wir das? Ne, wir sind ein fairer Spieler. Ich wollte sagen, dass wir so ein bisschen das Salz provozieren können. Das machen wir aber nicht. Das machen wir nicht. Nicht jetzt. Hallo Regenwassermann, wie geht es dir? Danach durch mit Irelia, Pock. Durch mit Irelia. Ich gehe direkt wieder Botlane, Leute. Wir müssen ganken. Die Scheiße, leider muss sie mal kommen. Die Scheiße aus der Botlane ganken. Leider. Ich meine, sie geht back, aber er doch nicht, oder? Vielleicht bin ich... Ja! Das ist the dream of my life. That is the dream of California. Scheiße. Den hätten wir eigentlich... Ich hätte vielleicht flashen sollen. Ich meine, er ist 0-2, ja, ne. Flashen wir lieber für ihn. Heilt er sich jetzt wieder um 12k? Wahrscheinlich, Alter. Ist ja so noch hier, ist die Frage. Later, Bitch! Können wir den auch töten? Ja, nee. Lulu, Lulu, Lulu und alle. Lulu und alle. Bitte nicht. Mama, ich bin noch so jung. Wie alt ist denn Evelyn? Was würdet ihr schätzen? Das war nicht so geil. Ich meine, Yasuo ist gestorben, aber... Naja, dann ist... Naja, gut, ein toter Yasuo bedeutet, dass Fjordnar wenigstens ein bisschen am Leben ist. Ja, nächste 14 Minuten enden, das wird nichts. Dafür haben wir schon zu viel gethrowt. Die einzige Chance, dass ich nachher Kog'Maw catche. Darkseal, wir müssen aufs Magi's trusten. Vielleicht, also, ich würde es jetzt nicht direkt bauen, aber vielleicht kriegen wir Stacks, dann kann man überlegen. Also ich würde tippen, dass Evelyn so... Oh, geile Ult, potenziell, ja. Very, ja. Ich würde sagen, Evelyn ist so... Ich würde sagen... Boah, ich würde sagen so 25 oder so. 50, sagt Pia. Ich hätte gesagt so 25er, kann man das sagen? Vielleicht 28er so Ende 20er? Hat die Ult bestimmt, oder? Aber reicht, wenn wir den Tower deffen, oder? Nicht. Ich hätte mich eigentlich angreifen lassen sollen. Hätte ich mich ulten lassen, hätte ich machen sollen. Da hätte sie Tower Aggro bekommen. Da habe ich leider nicht dran gedacht. Ich wollte ihren Damage dodgen, aber ich wäre auf jeden Fall nicht gestorben. Mist. Ich meine, ich hätte die Tau verteidigt, ihren Flash und Ult bekommen, aber... Leider Doppio auf Yasuo. I don't like. I don't like. Ein Doppio auf Yasuo. Wenn es die Welt seit 25 Jahren gibt... Ja, die Welt muss ja länger als 25 Jahre geben. Ich meine. Hey, ich hab das doch ausgelöst, ich schwör! Hallo, gib mir die Ult! Danke. Stimmt der da unten noch? Ja. Bisschen deep. 700 Gold an, Kog'Maw, man kennt's. Ne, 1000 Gold. 1000. Hey, ich hab den doch. Deswegen spiele ich diesen Skin nicht. Bei dem Skin passiert. Nur mit dem Skin passiert mir das. Man denkt, das Herz ist schon voll, aber ist noch gar nicht voll. Das passiert nur mit diesem Skin, ich schwör. Deswegen mag ich... Eigentlich ist der Skin cool, aber... Deswegen mag ich den Skin nicht. Weil die Herzanimation einfach riggert ist. Richtig riggert. Und den kann ich überhaupt nicht falten. Aber ja, so geht das Top-Lane. Würde ich vermuten. Ich habe nur keine Ult. Zwei Leute ohne Ult. Ja, so, man kennt, wie das endet. So, wir wurden jetzt hier. Das ist eigentlich ein guter Wardspot. Ich weiß nicht, Alter. Der killt uns. Wir haben beide keine Ult. Das wird very gar nichts werden. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht hier lang, der so. Ne, also diven auf jeden Fall schon mal gar nicht. Jetzt zum Beispiel max ich auch den Charm. Eigentlich ist der eh besser, wenn ihr geil im Game seid, aber hier ist CC, glaube ich, einfach besser in dem Game. Die Irelia muss ein bisschen runterkommen.
Das ist gut. Die getten wir auch noch. Ich habe leider keinen Ult, aber... Leute? Die ist free, oder hätte ich das, sehe ich das verkehrt? Leider. Noch einfacher geht's nicht, I guess. Kommt hier jemand? Ja, nein, vielleicht? Wir sollten mal den Airdrake machen. Der Airdrake ist auf Evelyn richtig geil. Fuck you all. Fuck you all, you little ass. Manchmal zeigt mir der Execute von Eves Ult an, aber die Gegner sterben manchmal trotzdem nicht. Gibt's denn einen Grund? Ja. Also, es kann immer verschiedene Gründe haben. Vielleicht kommt in dem Moment noch ein Schild oder ein Heal oder sowas. Und dann oder ein Level-Up oder irgendwie so eine Geschichte und dann reicht das schon nicht aus. Also. Weil Zed ist auch auf der Shuriken drüber und dann überleben die trotzdem irgendwie noch. Also, das kann schon mal passieren. Ich muss persönlich sagen, ich achte auch nie auf das Zeichen. Also, ich gehe nach Erfahrungswerten. Meistens, wenn das Zeichen drauf ist, reicht das. Sind wir ehrlich, aber... ich gehe einfach nach Erfahrungswerten. Wir sollten noch shoppen gehen, aber ich glaube, ich habe eine Ult. Ich sollte mit... Hat Kael geultet irgendwie? Nee, oder? Aber ich gehe erstmal Mitte, bevor Fjordner entet. Und vielleicht kann man ja hier ja noch catchen. Ich könnte auch bald für den Major... ich glaube, die gehen Top-Lane hoch. Und die sehen mich jetzt. Das ist auch RIP. Das heißt, wenn die aufgepasst haben, haben die mich gesehen. Und dann bin ich jetzt in Gefahr ein bisschen. Da muss ich schnell raus, weil wenn ich einmal gepolymorph wäre, wäre ich tot. Oh shit, der Yasuo. Ich kann ihn nur smiten, aber das war's auch. Ich würde eben unsichtbar werden. Und dann können wir wieder gucken, was wir machen. Die haben halt so ein krasses Team, muss man einfach sagen. It's very crank, to be frank. Ich bin gerade am überlegen, am liebsten will ich von hinten da drum. Der killt mich, ich bin tot. Ich hasse ja so. Bitte töte sie, bitte. Oh. Ja, 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 okay, das ist fein. Wir haben aber auch, man muss jetzt auch sagen, ich hatte 2700 Gold, das ist auch einfach nicht gut, weil das wäre alles Damage gewesen, das hätte ich alles haben können. Frage ist, welchen Item-Build gehen wir? Ich glaube, ich gehe straight Rabadons. Bin mir mit, oder sollen wir Spell gehen? Hm. Oder Lich. Ich bin mir jetzt Spellbeiner noch unsicher. Wir probieren nochmal Spell. Ich meine, jetzt ein Rabadon zu bauen ist auch nicht so worth. Oder wenn ich danach das Rabadon baue, ist es mehr worth. Ich nehme auch immer die Movement Speed Rune mit. MW, Movement Speed. MW. ich habe sonst immer die Ultimate Rune mit gehabt. Aber ich habe jetzt seit kurzem auf die gewechselt und ich finde die besser, ehrlich gesagt. Ist Lich First sinnvoll? Nee, also First definitiv nicht. Du meinst nach dem Jungle-Item. Kann man machen. Ich bin gerade noch am rumprobieren, was besser ist. Spellbinder hat halt mehr AP und der große Vorteil bei Spellbinder ist einfach, dass du halt besser an das Ziel rankommst. Hat nicht mal was mit Damage oder so zu tun, sondern einfach wegen dem Movement Speed. Manchmal musst du als Evelyn einfach so schnell wie möglich an jemanden ran. Das geht manchmal nicht. Könnt jetzt Spellbinder fertig machen. Ich weiß nicht, ob wir Baron gehen sollten. Okay, Kayle ist Bot, aber die hat doch Teleport, oder? Ich weiß nicht, ob wir Baron machen. Machen wir Baron? Kann ich eben shoppen gehen? Ist das erlaubt? Das wäre ein Spellbinder. Die Frage ist, darf ich das hier unten? Und das Problem ist, eigentlich kann ich sie one... Oder? Das... Wenn sie... Das ist jetzt halt die Frage. Ne, one-shotten sie ist Level 30 über mir, aber... Das meinte ich. Wenn sie... Sie muss Ultimate drücken, bevor ich... Bevor ich sie charme. Wenn sie nicht charmt, dann ist sie tot. Wenn sie nicht ultet, vor meinem Charme ist sie tot. Sie muss also ulten, bevor sie überhaupt Damage bekommen hat. Dann klappt es auch. Allerdings, mach guck mal jetzt bitte nicht alle tot. Das wäre wichtig. Achso, er hat jemanden mit seiner Ult Passive gekillt. Das Problem ist, je länger das Game geht, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Gegner gewinnen. Das ist leider wahr.
Kogmas zur 2-7, aber irgendwann hat der auch seine Items und dann böllert er durch. Was mit Protobelt? Protobelt finde ich nicht gut, viel zu schwach. HP brauchst du nicht. Viel zu wenig AP. Ist nicht gut. Hallo Betty. Ich habe leider keine Ult. Im gegnerischen Jungle ohne Ult ist auch immer so very. Und dann auch noch hier. Das ist halt überhaupt nicht gut. Das war's. Das ist einfach. Ich habe auch nichts. Oh Gott. Ich meine, bin ich schnell, muss man mir lassen. Also ich bin halt wirklich very schnell. Holy shit, bin ich schnell. Ich bin halt giga schnell. Movement Speed Rune ist GG, hätte ich gesagt. Wie bin ich da bitte weggekommen? Also. Air Drake auch noch, by the way. Air Drake, gönnen wir uns direkt den nächsten. Fuck this. Kriegst du den noch? Okay, ich hole mir erstmal den Air Drake. Der hat mich gerade komplett überzeugt. Sagen die Leute mal, Air Drake ist nicht gut. Air Drake Giga, Alter. Giga einfach nur. So, sollen wir Mage-Race gehen? Ja, nein, vielleicht. Ich bin jetzt halt super. Oh! Sehr gut, allerdings. Charm ist drauf. Okay, kann ich mich noch im Teil ein bisschen? Ich habe auch Spellbeiner nochmal. Okay, das passt. Da muss ich gar nichts machen. Guck dir mein Movement Speed an. 500, Leute. 500. 500. Very nice. Seit wann heißt der ein Air Drake? Ja, wie heißt der denn? Clown Drake oder was? Ach, Cloud Drake meinst du? Oh, what are you meaning? Vielleicht sollten wir echt für Dragon Baronet vielleicht gehen sollen, aber. Ich meine, ich kann ja ohne Ult überhaupt nichts machen. Es kann ja sein, dass hier. Die hat doch keine Ult, oder? Spellbinder Power! Sehr schön. So, das ist das Gute an Evelyn. Du musst halt immer so richtig sneaky, assi, lebedi, babedi, babedi, boobedi, ba machen spielen. Problem ist, dass. Hier ist ein Charm. Der geht doch nicht dafür, ich wollte schon sagen, Alter. In den Charm reinzulaufen ist halt very gefährlich. Leute, ihr solltet jetzt bitte da weggehen. Major ist ja, nein, Leute, was sagt ihr? Ich meine, aktuell sterbe ich halt sehr wenig. Oder lieber die sichere Baron-Variante. Wir könnten auch beides machen. Ich glaube, wir machen beides. Bedeutet, Mage-Eyes und ein Stab. Let's go. Let's go, Boys. Hä, was habe ich gekauft? Oh, den komischen Ding da. Jetzt dürfen die Leute nur nicht sterben, das wäre wichtig. Ich glaube, Mage-Eyes in dem Game ist nicht so gut, weil die echten Team haben, dass wenn ich einmal out of position bin, bin ich tot. Aber... Alter, ich bin so schnell. 500 Movement Speed, das ist so geil. Ich rase. Tobi, der Rasende. Das ist dafür natürlich auch Spellbinder gut, ne? 10%. Kannst du mir den etwas leiser machen? Ist hier so laut? Gerne, ja. So, was machen wir jetzt? Ich muss Leute catchen. Es geht in deren Base immer sehr, sehr schlecht. Leute, ihr solltet nicht zu hart green hier. Das sieht mir doch ein bisschen nach Turbo-Greed aus. Hier zum Beispiel hätte ich Spellbein aktivieren müssen. Ich vergesse das ab und zu einfach. Ab und zu vergesse ich einfach den Spellbinder. Oh shit, den schaffe ich nicht. Manorito! Ja, 5 Stacks. Wie viel hatte ich? 8 hatte ich, glaube ich. Immerhin geht sie Toplane durch. Da ich, also ich glaube, wenn ich an den Spellbinder denke, ist es GG. Aber ich vergesse den ab und zu einfach. Was hältst du von Lee Sin? Das ist doch bestimmt ein Prank, oder? Der könnte, ich müsste, eigentlich kann, müsste ich das so binden, dass es automatisch, wenn ich E drücke, ah, dann wäre es immer auf Cooldown. Jetzt stimmt sie leider auch noch. Ja. Der so wird halt ein Monster werden. Major Fluch, ja. Wobei, es war gut, es war jetzt nicht so, ne? Ich meine, ich habe zwei Kill, ich habe Kale gegettet und, habe ich nicht zwei gekillt? Und Urgott. Also, es war jetzt nicht giga bad, aber... Spambinder hat einen Active. Und die ist auch ziemlich gut, aber nur wenn du dran denkst, ne? Wie muss man in einem Teamfight handeln als Eve? Du musst
Mein Ziel ist es, ihn zu töten oder sowas. Also, wir haben hier drei Ziele. Sie, ihn oder ihn. Am besten ist er, dann er und dann er. Lou geht auch, weil die manchmal freeze und immer von hinten am besten. Ja, hier in so einem Ding. Alter, ult! Erstmal, Fördner war sehr deep und ich hab... Das war's mit dem Mage schon wieder, Alter. Ich hab permanent R gedrückt. War, ich, die, ohne Witz, Lulu, ich hasse Lulu. Immerhin ist Kale tot. Oh, man. Das heißt, man, Wukong, ich glaube, Wukong ist gerade nicht so gut. Ja, Mage ist Fluch. RIP. Mage ist Fluch. Das war das kürzeste Mage der Weltgeschichte wahrscheinlich. Yasuo ist, glaube ich, das Schlimmste. Ich glaube, ich muss Yasuo charmen. Der ist der härteste Gegner. Nein, Alter. Die böllert ja Giga. Full Giga, kann man sagen. Very Giga. Ich muss nur eigentlich Yasuo killen, weil Yasuo killt sonst Kaiser. Ist das richtig? Kann man so sagen. Da ist noch ein Airdrake, der dritte. Aber vielleicht erst Baron. Da ist leider dieser Taunty-Ding. Immerhin haben wir gleich Rabadons. Wer macht Smite 800? Welcher Jungler ist das? Oh Gott. Okay, der ist nicht da, das passt. Hier soll man wenigstens ordentlich diese Stacks für den Daxi, Spellbinder. Kann ich eben Rabadons machen? Naja, und wer ist mit dem Drake? Dann bin ich auch schneller wieder auf dem Ding. Nur weil du Bot gegankt hast. Ja, ich habe ein bisschen Bot gegankt, ne? Ich meine, aber ich fokus auch relativ oft die Botlane. Toplane ist mir meistens relativ egal, ab und zu im Early Game. Aber eigentlich campe ich fast jedes Game, wenn ich Evelynn spiele, die Botlane. Weil ADK schnell tilten, oft keinen Bock haben. Weiß ich nicht. Und wenn dein, also ich glaube, es geht halt einfach um die ADK. Die Botlane, die nicht intet, da gewinnt das Team, hätte ich fast schon gesagt. Kann man das so sagen? Hier ist noch gar nichts gewonnen. Wir haben eine fette Kaiser, allerdings haben die immer noch ein extremes Team. Wir haben jetzt aber richtig viel Moonspeed. Und zwar 508. Das ist gar nicht mehr so viel mehr geworden. Das war wegen dem Muffenspeed. Wie nennt sich das? Decay? Ne, Decay nicht. Da ist zum Beispiel jetzt gerade ein Kog'Maw. Der ist alleine. Ist perfekt, aber leider sind hier Leute, die mich nicht durchlassen. Aber Kog'Maw alleine wäre perfekt, aber vielleicht ist es auch... Kaylee irgendwo? Oh shit. Das ist noch besser sogar. Das ist sogar noch besser. Ne, lieber den hier gehen. Hauptsache der ist weg. Perfekt. Das können wir nochmal im Kale. Ich gehe nochmal für die Kale. Die kommt nämlich jetzt. Warte, die kommt. Ah, die geht event. Naja. Wirklich jetzt? Wenn sie mir Muffenspeed gibt, dann könnte ich... Okay. Der ist ja wirklich kacke. Na, ich meine, wir stehen 8-4. Das ist nicht all. Das ist okay. Das ist very okay, I guess. Das ist quite... Man kann auch sagen, quite okay. Haben wir hier... Das Problem ist ja, Suhr ist wieder am Leben. Der hat auf jeden Fall Bock, der Boy. Ich habe leider keinen Charme, ist das Problem. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste, dass das passiert. Komm, Karma, helf mir. Ich wusste es. Don't do that. Ich brauche wenigstens Ult. Das ist so dumm. Ich meine, der ist... Oh, dafür kannst du aber auch ja so echt hassen, ne? Harte Malede. Sollen wir, jetzt könnten wir eigentlich Lichbang gehen. Jetzt wäre es worth. Findest du auch, dass Zed sein Kit mal ein bisschen verändert bekommen könnte? Nee, Zed hat echt das perfekte Kit, kann man sagen. Kann man auf Eve Voidsafe bauen? Und wenn ja, kann ich statt Sorcerer Boots mobil... Ich würde, glaube ich, immer Sorcerer Boots nehmen. Mobility ab und zu baue ich auch, aber meistens... Also, ich würde dir wirklich Sorcerer empfehlen. Nimm die Rune, dann bist du schnell genug. Bitte nicht sterben.
Voice Death, du musst überlegen, du hast halt auf der W schon 35% Magic Pen, ne? Also wenn die Gegner, hier ist ein bisschen im Eher, da ist ein bisschen, aber, und da ist ein bisschen. Es hält sich insgesamt in Grenzen. Das heißt, wenn es sich in Grenzen hält, dann würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Jetzt müssen wir können das Game halt legit immer noch richtig einfach verlieren. Das, was ihr am besten machen könnt, ist mit den Gegnern mitlaufen und dann auf den richtigen Moment warten. Okay, der ist ein bisschen... Alter, ich mache auch so... Lulu habe ich halb gekillt, ohne dass sie... Weil ich einfach 600 AP habe. Das ist Battlefield, oder? Sehr gut. Einfach... Evelyn musst du einfach immer Leute catchen. Das ist... der Way. Und so wenig zeigen wie möglich. Raus, 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 raus. Wenn ich Charm auf ihn kriege und den Charm, wenn du gegen das wie spielst wie Yasuo, dann nicht versuchen mit der Q zu lösen, sondern mit der E. Ranlaufen, E. Lebt Yasuo noch? Ne, okay, sehr gut. Nice. Na, okay, ist gut, aber auch nur, aber Irelia hat halt, ich meine, sie hat am Ende geturbointet, aber sie hat uns das Early Game gekillt, muss man einfach so sagen. So, wir haben 100 Spellbinder Stacks. Ich möchte ja jetzt reinböllern. Okay, also böllern. Ich meine, okay, er ist Urgot. Gegen Urgot brauche ich wirklich die W, sonst mache ich keinen Damage an ihm. Aber die Stacks in so einem Teamfight gehen halt echt schnell wieder voll. Schon wieder 23er. Können wir beenden oder so? Meine, sind alle tot. Das war's. GG. Nice. Dachte nicht, ich habe nicht gedacht, dass wir das noch gewinnen. Aber deswegen, Leute, niemals aufgeben. Klar habe ich zwischendurch gesagt, das ist over und dies, das, ne? Aber ich meine, egal was ich sage, ich spiele ja immer weiter. Ob ich sage, hey, das ist over oder nicht, ich spiele ja immer weiter und heilige Meilige. Wir haben aber auch noch ein paar gute Catches gemacht und ich habe halt die Botlane gesmashed, ne? Also ich war schon ein paar Mal Botlane. Ich war schon relativ oft Botlane, oder? Kann man sagen. Ich würde hier tatsächlich Irelia unten, weil sie hat halt, hätte sie im Early Game nicht zerstört, wäre es alles over gewesen. Sind wir uns so einig? Das Game ist over, Triple Rip, ja. Minute 5. Plus 21 leider nur. Es ist halt nach wie vor ja so, muss man sagen. Er wurde gecatcht. Alle wurden gecatcht. Das halt auch Dings. Ich glaube, Damage hat am meisten auf jeden Fall Irelia und dann, ne, Kaiser und dann Irelia. Ich habe nicht so viel Damage. Ja, das ist aber okay. Für einen Assassinen ist das echt okay, weil, muss ich dir vorstellen, ich kill immer nur Kog'Maw. Der hat 1000 AP, zack, hast du 1000 Damage mehr. Die Frage ist, machen wir jetzt noch eins oder machen wir mal eine Pause? Ich würde echt, glaube ich, gerne nochmal in die Sonne, Leute.